Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir haben in der letzten Folge Gorm bezwungen und quasi auch dieses ganze Lager hier dem Erdboden gleich gemacht. Und ja, wir gucken mal auf die Karte. Wir sind eigentlich jetzt hier in Vinland soweit durch. Ich sehe kaum was. Hier sind noch zwei Rätsel. Vielleicht holen wir uns die noch auf dem Rückweg. Hier unten ist noch Witlock her. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Aber wir holen uns auf jeden Fall nochmal diesen Sync-Punkt. Weiter geht's, glaube ich, auch nicht. Das Areal. Den Sync-Punkt. Und hier ist auch noch ein Händler. Da können wir uns vielleicht nochmal das Set komplettieren, was wir jetzt haben. Dieses indianische. Nein, Tedwick, ich habe zu danken, ne, für den ganzen Support, den ich von dir auch bekomme. Ist Wahnsinn. Ist wirklich der Wahnsinn. Und du raidest mich und schenkst mir 3 Follows auf einen Schlag. Geil. Das ist schon, boah. Da wird einem warm ums Herz, wirklich. Da vorne ist der Riesenberg und da müssen wir hoch. In der Ferne. Alter, hier, der Truthahn greift uns einfach. Einfach so an. Jetzt ist er tot. Ach so, ich habe ja das geskillt, wenn ich laufe, mache ich Schaden, wenn ich gegen einen gegenlaufe. Und ich glaube, die Wildtiere kriegen dann Schaden und dann greifen die mich natürlich an. Ne? Das könnte es natürlich sein. ja, ich habe gegen die Hexe tatsächlich auch noch nicht gekämpft. Ne? Ich habe die, ich habe gegen die einen auf den Sack bekommen. Und dann bin ich jetzt mal weitergelaufen und da stand irgendwie 160. Ich glaube einfach, du musst nur das Level haben, was empfohlen ist. Und dann kriegt man die, glaube ich, platt. Aber das ist ja dann, man muss ja die Kexen bezwingen, um dieses eine Set zu bekommen. Und auch zum Schluss dann diesen Hammer von Thor, ne? Das habe ich zumindest gelesen und dann auch bei dem guten, lieben McFight gesehen. Ach ja, apropos McFight. Ne? Den habe ich vergessen zu shoutouten. Das mache ich in der nächsten Pause. Guck da gerne mal bei dem Jungen rein. Der ist wirklich auch ein lieber, netter Kerl. Der spielt auch Assassin's Creed Valhalla. Jetzt aktuell Euro Truck Simulator, so heißt das. Und der ist auch sehr hart am Supporten für mich. Und das würde ich dann auch gerne zurückgeben. Skarner. Na, also ich glaube einfach Level 160 oder 100, also was da empfohlen wird an Level und dann einfach gegen die, da kommst du glaube ich gegen die so gut ran. Aber ich glaube, das kann nur ich. Ich mach das jetzt einfach mal. Du hast recht. Tedwick, meine Moderatorin ist leider gerade nicht da. Dann hau, ach nee, ich mach das in der Pause, weil dann kommt das jetzt in meinem Let's Play. Das will ich nicht. Wir holen uns jetzt mal Kopfbedeckung oder die Füße? Wir holen uns die Kopfbedeckung. Die Füße können wir uns auch besorgen. Alles klar, vielen lieben Dank, Tekefee, ne? Und ich gucke mir meine Follower immer an, die mich gefollowt haben. Und die kriegen eigentlich alle, wenn die selber streamen. Auch wenn sie jetzt eine Pause machen, ihr Followback. Das habe ich schon immer so gemacht. Weil das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Meiner Meinung. Da ist der McFight, ne? Genau. Da könnt ihr ja dann, da unten seht ihr ja, wie er geschrieben wird, ne? Könnt ihr auch mal gerne bei ihm vorbeischauen. Der wird sich sicherlich freuen, wenn ihr ihm mal ein Herzchen da lasst und auch mal ab und zu in seinem Stream vorbeischaut, mal Hallo sagt. Das ist lieb von dir, Tedwick. Ja genau, McFight, ich hau dann auch gleich den Lurk rein, wenn ich dann in der Pause hier bin. Wir haben jetzt mal den Synchronisationspunkt geholt. Das müsste, glaube ich, die höchste Stelle hier in Vinland sein, wo wir jetzt gerade uns aktuell befinden. Weil wir können hier echt über die Berge hinweg gucken.
Mega krass. Und wir sehen jetzt wirklich jede Örtlichkeit von hier, ne? Leuchten und Fackeln. Und wir waren eigentlich schon fast überall. Mega krass. Also die Sichtweite in diesem Spiel ist ja auch legendär. Na, wer erinnert sich nicht noch an so ältere Spiele, ne? Wo dann wahrscheinlich so alles verpixelt war oder so neblig im Hintergrund, ne? Und jetzt hat man einfach eine, da wo man hingucken kann, da kann man auch hinlaufen. Es sei denn, die haben dann da eine Grenze dann irgendwann mal gezogen, aber sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel da vorne, seht ihr diesen Hügel und da qualmt es, und wenn ich da hinlaufe, dann kommt man da hin und man kann das alles bereisen, ne? Ist absolut legendär. Und das mag ich an diesen neuen Assassin's Creed Spielen tatsächlich, dass sie so, ja, so eine offene Welt haben, ne? Ich meine, die alten Assassin's Creed, die waren halt ein bisschen geradliniger und dann hat man auch die Story, sag ich mal, noch ein bisschen komprimierter gehabt und war dann auch nicht so hart abgelenkt wie hier, ne? Dass man hier wirklich an jeder Ecke eigentlich abbiegen kann, weil man irgendwas Neues entdeckt, aber es ist dann, hier hat man dann schon so ein bisschen mehr die Freiheit, ne? So, und ich meine, lohnt es sich jetzt noch hier irgendwie was zu machen? Ich gucke gerade mal. Wir gucken mal uns das Rätsel hier unten noch an, weil das ja gleich in der Nähe ist, da vorne. Und da vorne ist auch eine Brücke. Kommen wir da runter? Genau, mit einem Superschlag, ne, geht das. Ich glaube, wir können hier rüber balancieren. Und machen das Rätsel da vorne nochmal schnell. Und dann porte ich zurück zum Ausgangspunkt, so dass wir mit der Story auch weiter vorankommen. Hier vorne ist ein Durchgang. Ein Lager. Hier. Hier will ich bin hier drüben. Ah, hier sind Bären als Gegner. Uiuiui. Du hast mich gefunden. Mein lieber Gesangsfeind. Wir sind im Gebiet der wilden Baumbrecher. Meine Wunden sind tief. Wenn du mich in Sicherheit bringst, oh, stünde ich in deiner Schuld. Ja, ich gebe mein Bestes. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber Heilung nehmen. Alter Schwede. Also ein Hieb von so einem Bären, ne? Und dann ist hier aber Schluss mit lustig. Aber kann der auch klettern, der Bär? Nee, ne? Also können schon, aber nicht in diesem Spiel. Und dann machen wir mal so. Und so. Und dann haben wir aus drei Bären nur noch einen. Muss ich mal gucken, wo er sich... Ah, da vorne ist er. Der kriegt mal hier einen Spezialschuss in den Rücken. Und dann war's das auch, mein Freund. So, aber hier hat doch irgendeiner gequatscht, ne? Wer war denn das? War das hier unten? Was ist das? Ah ne, das ist eine Truhe. Aber wer war denn das eben? Wo ist denn der? Alles klar, Tedrick, vielen lieben Dank, ne, für deinen Raid. Dankeschön und viel Spaß euch beiden auf der Couch. Genießt den Freitag. So. Hier ist so ein Gefängnis, sag ich mal, so eine Zelle, die ist aber aufgebrochen. Hier liegen überall Tote. Ah, der wird da unten sein. Oder? Was ist das hier? Ah, ne, hier liegt ein Zettel. Dann lesen wir mal. Eine zerrissene, blutige Nachricht. Lord Gorm, dein Plan, Bären für den Kampf abzurichten, hat Rückschläge erlitten. Doch wir versuchen es weiter. Ja, man sieht es. Ne, sind nämlich alle tot. Das war ein herber Rückschlag. Aber wer war denn das? Als wir hier durchgekommen sind, hat uns doch irgendeiner...
angebettelt. Oder ist er hier unten weiter? Oder bin ich hier völlig verpeilt? Er ist schon weg, ne? Dann ist er weggelaufen. Na gut. Warum auch nicht? Aber wir haben ja alles soweit erledigt. Und ich glaube auch diese... Ja, genau. Also das Rätsel ist eh gelöst. Von daher werden wir jetzt zurückkehren. Und zwar hierhin. Ah, gut zu wissen, AK Ludi, mit den Hexen. Das wusste ich auch noch nicht, weil ich habe die ja erstmal sträflich ausgelassen. Ich habe gegen die eine ja so hart aufs Maul bekommen. Da habe ich jetzt schon gesagt, okay, ein andermal. Und dann seitdem habe ich sie natürlich nicht mehr besucht. Und ja, ich mache jetzt mal die Story weiter. Progress in der Story und um die Hexen kümmere ich mich dann auf jeden Fall, weil ich will ja auch dieses Set haben. So, wir sind wieder in Kahihunkote, ne? Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, Kappa. Und hier, glaube ich, mussten wir ja wegen der Hauptquest weiter, ne? Da vorne, in 90 Metern. Ach, war das nicht die eine Squaw, die uns da so... Ah, ne, wir müssen zu Olaf, ne? Olaf aus dem Wasserfall. Der war es, genau. Da hat uns ja die eine Frau da hingebracht, ne? Die Squaw. Das war ja richtig... Die konnte mit uns ja sich nur mit einheimischen Wörtern unterhalten. Und da ist er, Olaf. Den sagen wir jetzt mal unseren Fund, den wir bei Gorm gefunden haben. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Dann hören wir mal der Geschichte zu. Zokki, Rarondunde, Wasagohrori, Neyotzi, Zizu, Waharu, Hau, Toyedene. Sinue rodiscarda gete, junquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Ya dehni ganare ziosumwaya. Danu aquegu, gasumwa hunzi. Yot zi zizu, yagode denegwa da wagu. Danu rarondo de, yesutne irade. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Geschichte erzählen oder was? Oder nur zuhören? Sokki, Osumagu, ja und ge doda, ahirek, dogatga negere. Tudaya wasi, rarondo de, ja sagorege. Osumagu, ja eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoya da haje, wa e na hadu, zi na hoda wa e gweni. Nia dega derdege, ya ehowe, zi ya ea da ne, zi de jutsu wa gerdas. Voll geil, dass die Übersetzung unten dann auch in dieser Sprache ist, ne? In der einheimischen Sprache. So, dass wir mal wirklich null verstehen. Gats rachnaraga, dagwa gara duhas. Ich verstehe dich nicht. Ganz genau. Ah, du willst, dass ich eine Geschichte erzähle. Na gut, lass mich überlegen. Da bin ich jetzt gespannt, was ich jetzt hier mache. Eine Geschichte von Verrat. Von selbstsüchtiger Bosheit.
Von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Doch trotz seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Baldr plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zu Jötunheil mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heil willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Baldr vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Baldr zu weinen. Soll Heil behalten, was sie erhielt, sagte Tök. Bosheit. Und so war Baldrs Schicksal besiegelt und er ward für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki, ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Baldr durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Aber eine geile Geschichte auf jeden Fall, die wir erzählt haben. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso, doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gwa, das nu sage, wat nit daherde. Dagwa weird it go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayeza haherda da. Ratnardaga. Eivor will mit den Isos nicht so wirklich zu tun haben, ne? Und gibt einfach mal das Artefakt weiter. Fein, fein. Was sollen wir jetzt machen? Wir sprechen mit Hilda, die ja, wo ist die? Am Hafen? Ist das die? Ja, genau. Das ist Hilda. Die hat uns ja hierher gebracht, ne? Können wir mal ganz kurz zum Händler gehen. Nochmal alles auf den Kopf hauen, was wir noch an Kohle haben. Und ich denke mal, dann wird's zurück nach Englerland gehen. Wir hätten hier jetzt noch ein paar Rätsel, aber die können wir dann vielleicht ein andermal noch machen. Wir haben ja hier unsere Mission erfüllt und Gorm den Erdboden gleich gemacht. Genau, wir können uns den Arehakwoa-Mantel noch gönnen. Und für die Armschienen hat's leider nicht mehr gereicht. Gucken wir mal. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ne, ich könnte jetzt noch ein bisschen Leder farmen, aber das ist jetzt, das würde jetzt zu weit führen. Wir können ja nochmal das alles anziehen. Nur der Vollständigkeit halber. Die Schuhe. Aber ich muss sagen, das sieht nur schon ganz nice aus, ne? Vielleicht hätte ich mir, bevor ich die Geschichte erzählt habe, das anziehen sollen, aber sei es drum. Wir laufen jetzt mal ganz schnell zu der guten Hilda. Ist auch ein geiler Name, ne? Hilda. Mag ich, fühle ich. Ah!
Es gibt auch einen DJ, ne, so ein die legt Elektro auf. Das ist eine dunkelhäutige DJin oder DJin. Und die nennt sich einfach DJ Hildegard. Ich feier sowas so unheimlich. So, ich glaube, wir müssen einfach jetzt den Pfad hier runtergehen. Hier so eine Höhle, ne? Warum sind wir hier durchgegangen? Kann mich nicht mehr dran erinnern, oder? Ah, doch, klar. Das war ja diese Abkürzung, ne? Dann haben wir ja diese Blutspuren gesehen und dann sind wir hier durch, um nach hinten durch, ne? Also von da passt es. Wir sind in Nyhöfen. Und da vorne ist die liebe Hilde. Oder? Danke für gar nichts. Jetzt bin ich arbeitslos. Wer kennt sie nicht, ne? Die Skifahrerin, die wilde Hilde. Und fragen, wenn wir mit ihr sprechen. Jora aus Joforvik. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Garm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Garm Kjötvison gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreund. Eivor Waldläufer. Eivor Olafs Retter. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Garm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Garm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Garm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Garm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ah, jetzt können wir es entscheiden. Ich bin bereit, übers Meer zu reisen und wieder nach Englerland zurückzukehren. Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See. Genau, und dann haben wir Jägermahlzeit. Abgeschlossen und es geht jetzt wieder zurück nach Englerland. Die Vinland-Saga ist beendet. Und da haben wir wieder unsere alte Rüstung an mit unseren ganzen Äxten und was weiß ich, Bogen und so weiter, ne? Sehr geil. Aber dieser kleine Abstecher nach Vinland war auf jeden Fall es wert und er hat auch echt Spaß gemacht. War eine coole Idee, das so mit einzubauen, finde ich. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Genau, hier könnten wir dann auch wieder zurück nach Kanada. Aber wir wollen ja jetzt erstmal mit Randvi sprechen. Aber das, liebe Freunde, machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch in der nächsten wieder mit am Start. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Profi-Amateur.